Heute schauen wir uns das Zone 1 Training an. Und ich nehme euch gleich mal mit auf eine Zone 1 Einheit. Also eine Einheit, die die langfristige Ausdauer möglichst effektiv verbessern kann. Währenddessen versuche ich euch dann gleich mal ein paar gute Tipps für solche Trainingseinheiten zu geben. Los geht's! Zuerst möchte ich euch noch ein paar allgemein geltende Dinge erzählen, damit ihr euch für die Zukunft eure Zone 1 Einheiten möglichst gut selbst machen könnt. Wie kann denn so eine Zone 1 Trainingseinheit funktionieren? Zuallererst der Hinweis, wenn ihr nichts mit dem Begriff Zone 1 anfangen könnt, schaut euch das Video von letzter Woche an. Es ist nur eine Art zu trainieren und nicht der Weisheit letzter Schluss. Doch möchte man mit diesem System weitermachen, sollte man genau wissen, worum es geht. Aber deshalb haben wir ja bereits letzte Woche ein Video zum Einstieg gemacht. Oben bei mir. Grundsätzlich sprechen wir ja vom Training für den Bergsport, doch unser Herz-Kreislauf-System zu stärken, funktioniert auch ganz ohne Berge. Das bedeutet, das Zone 1 Training können wir am flachen Asphalt machen, im Hügelland und am Berg. Im Winter bietet sich für alle Sommerbergsteiger natürlich am ehesten noch das Flachland an, da man da nicht so häufig vom tiefen Schnee überrascht wird. Wer nicht so schneescheu ist, kann aber natürlich auch auf Schneeschuhe, Tourenski oder ganz einfach das niedrige Hügelland umsatteln. Wichtig ist, dass sich egal welche Steigung und egal welcher Untergrund die Herzfrequenz immer im Bereich 55-75%, also Zone 1, bewegt. Das Gute ist, dass das Tempo dabei keine Rolle spielt. Auch wenn es manchen Läufern zu Beginn vielleicht schwerfällt, langsamer als gewohnt zu laufen, sollte man einfach versuchen, das Thema Pace und Geschwindigkeit vollständig auszublenden, um nicht unabsichtlich immer wieder aus der Zone 1 rauszurutschen, nur um irgendeine Zeit einzuholen. Wem es hilft, der kann auch die Pulsuhr auf eine Herzfrequenzansicht umstellen, um keine Geschwindigkeit oder Distanz mehr zu sehen. Hat mir zu Beginn auch geholfen. Wenn die Geschwindigkeit egal ist, ist es praktischerweise auch egal, ob man gerade bergauf, bergab oder in der Ebene läuft. Denn bei gleichbleibender Zone 1 wird man, wenn man sich an den Grenzen hält, bergauf logischerweise langsamer und bergab etwas schneller. So, wir befinden uns jetzt hier mitten im Zone 1 Training. Und wie ihr seht, ich kann mich mit euch schon in gewisser Weise unterhalten. Es ist jetzt nicht super komfortabel, aber es geht. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, was ist das denn für ein Zone 1 Training? Der rennt ja gar nicht. Wie kann das sein? Muss man dafür nicht laufen? Nein, muss man nicht. Es geht wirklich nur, wie schon erwähnt, nur um die Herzfrequenz. Schaut euch das auf eurer Pulsmessuhr an, wie es mit der Herzfrequenz gerade ausschaut. Seid ihr über eurem Zone 1 Level, über euren Zone 1 Grenzen oder seid ihr drunter? Und wenn ihr drunter seid, könnt ihr schneller gehen, laufen, wie auch immer. Und wenn ihr drüber seid, dann reduziert ihr das Tempo so weit runter, bis ihr dann wieder in dem richtigen Zone 1 Gefühl seid. Und bei der Steigung hier, in dem Fall, ist das nun mal Gehen. Schnelles Gehen, aber es ist Gehen. Und das stört mich überhaupt nicht, denn meine Pace, das interessiert mich gar nicht. Ich habe das jetzt auch weiter laufen, ich mache hier keine Pause. Ist vollkommen egal, es geht wirklich nicht um die Zeit und um die Geschwindigkeit. Zone 1 Training ist das Training unserer Herzfrequenz und nicht das Training von irgendeiner Pace. Weiter geht's. So, und hier ist jetzt wieder flacher und hier können wir jetzt quasi einfach wieder mal eine Laufeinheit einlegen. Wenngleich man sagen muss, dass es bei den winterlichen Bedingungen hier mit Eis und Co. gar nicht so einfach ist, auf ein gutes Tempo zu kommen. Aber egal, es ist einfach egal. Wir laufen einfach. Eieieiei. Ekelhaft. Wir laufen einfach gemütlich weiter. Und das ist das schöne Zone 1 Training. Das kann Bergsteigen sein, das kann Laufen sein, das kann irgendwas dazwischen sein. Trailrunning. Alles ist erlaubt. Übrigens an so einem Gelände hier sieht man auch einfach, macht euch keine Gedanken um die Pace. Hier läuft man nicht am Maximum, hier läuft man nicht am Limit. Und das Schöne ist, dass das beim Zone 1 Training auch vollkommen egal ist. Es ist wirklich nur die Bewegung, konstant in Bewegung zu bleiben. Nicht so wie ich Depp jetzt stehen bleiben, sondern wirklich einfach immer vorwärts, vorwärts Bewegung. Wenig, aber viel. Das ist ein komischer Satz. Ich glaube, ihr wisst, was gemeint ist. Egal, weiter geht's.
Nicht stehen bleiben bedeutet aber nicht, keine Pause zu machen, sondern immer wenn die Herzfrequenz ein bisschen zu hoch wird, einfach wieder gehen. Aber das ist nicht stehen bleiben und trotzdem irgendwo eine Pause für das Herz-Kreislauf-System. Und das ist ziemlich angenehm und so kommt man auch über längere Zeiten weiter. Und ich weiß, es gibt jetzt ganz viele Trailrunner, die mir erklären werden, das ist ja kein Trailrunning, was du machst. Du gehst. Wie soll das denn funktionieren? Es ist kein Trailrunning. Es ist auch kein Laufen, es ist kein Bergsteigen. Es ist Sport. Es ist Zone 1 Training und nichts anderes will ich hier machen. Ich brauche keinen Titel für das, was ich hier mache. Super Extreme Trailrunning. Wenn ich Trailrunning betreibe, dann mache ich keine Gehpausen oder so. Aber dann bin ich auch nicht in Zone 1 unterwegs, wenn ich im steilen Gelände bin. Einfach drauf scheißen, was andere Leute jetzt hier klassifizieren wollen als Trailrunner oder sonst was. Einfach Spaß haben. Und dann gibt es natürlich die Leute, die sagen, Sebastian, ich bin kein Trailrunner, ich bin ja nicht mal Läufer. Ich kann ja nicht mal eine halbe Stunde laufen ohne Herzinfarkt. Das macht überhaupt nichts. Vielleicht seid ihr Spaziergänger. Falls nicht, fangt unbedingt damit an. Wahnsinnig gesund. Wenn ihr Spaziergänger seid, überlegt euch doch mal eure normale Spazierrunde einfach mal mit 70% eurer maximalen Herzfrequenz, die wir uns ja im letzten Video ausgerechnet haben, zu gehen. Und dann schaut ihr einfach, was passiert. Vielleicht ist das schon ausreichend für ein Zone 1 Training. Er sagt, ihr wisst nicht, wie weit muss man denn jetzt Zone 1 tatsächlich trainieren? Ganz egal. Probiert es einfach mal aus, in der Zone 1 an eure Grenzen zu gehen und zu schauen, was passiert eigentlich, wenn ich mich in Zone 1 bewege, wie lange halte ich das denn eigentlich durch? Und dadurch kriegt ihr mal ein erstes Gefühl dafür, wie fit ihr eigentlich seid in der Zone 1. Und dann könnt ihr euch über die Wochen einfach weiter steigern. Schauen, macht ihr die Runde einfach nochmal. Ihr müsst euch ja nicht bis zum absoluten Erbrechen hier auf Ausgaben in Zone 1, sondern einfach mal, jetzt wird es hier aber ganz schön eisig, einfach mal schauen, was passiert. Einfach mal schauen, wie weit ihr kommt, so dass es gemütlich ist und auch gemütlich bleibt. Und dann einfach mal Stopp sagen und dann 2-3 Tage Pause machen, schauen, ob ihr das nochmal machen könnt. Und so werdet ihr euch ganz von selbst steigern, ohne dass ihr euch einen großen Druck machen müsst. Das ist nämlich das Schöne an Zone 1 Training. Es soll gemütlich sein. Das ist der ganze Witz dahinter. Lang gezogen, so lang wie es für euch eben lang ist, aber gemütlich. Weiter geht's. Übrigens, ich teste heute das erste Mal neue Schuhe für euch. Nicht nur zum Trailrunning, sondern auch einfach für leichte, schnelle Bergtouren. Das Review wird aber noch ein bisschen dauern. Ich möchte mir die Schuhe wirklich länger anschauen, bevor ich sie euch zeige. Und bevor ich mir eine wirkliche Meinung darüber bilde. Das mache ich grundsätzlich immer so. Und dann zeige ich sie euch. Sind von Salomon, mein erster Eindruck, sehr gute Trailrunner-Schuhe. Nicht nur für Trail, sondern auch einfach für Spaziergänge. Richtig gemütlich. Wirklich nett, auch im Winter. Video kommt bald. Übrigens, Zone 1 Training ist im Winter nicht für jeden was in den Bergen. Das möchte ich hier an dieser Stelle auch kurz mal erwähnen. Der Untergrund ist wirklich sehr rutschig. Sieht man hier ganz gut. Ich würde mich da einfach, vielleicht wenn ihr damit noch nicht so viel Erfahrung habt, auch einfach mal wirklich nur auf der Straße bewegen mit normalen Laufschuhen. Das reicht in der Regel schon aus. Und noch ein letzter Live-Tipp. Falls ihr sagt, ihr möchtet Zone 1 Training wirklich irgendwo im Gelände verbringen, jetzt nicht unbedingt am Berg, aber vielleicht einfach in Steigungen, auch mit schwerem Rucksack zum Beispiel und dafür nicht laufend, sondern gehend, dann lauft zu Beginn so ein Gelände einfach nicht bergab. Es ist schlecht für die Knie, es ist schlecht für die Sprunggelenke, es ist im Prinzip schlecht für alles. Gerade zu Beginn, wenn man einfach noch nicht so aufgebaute Muskulatur hat, da ist das dann einfach wirklich Mord. Langfristig unglaublich schädlich. Lasst es einfach sein. Geht einfach ganz gemütlich runter, so wie ich. Pfeift auf die Pace.
pfeift auf das Tempo, einfach ganz entspannt. Gehen wir da jetzt runter. Wenn man sich dazu entschließt, das Zone 1 Training ins Berg- und Hügelland zu verlegen, dann empfehle ich unbedingt, die richtige Ausrüstung mit dabei zu haben, um sicher unterwegs zu sein. Gerade wenn man im Gelände etwas schneller unterwegs sein will, weil es vielleicht nicht so anstrengend ist oder einfach auch Flachstücke zwischendurch vorkommen, dann sollte man sehr kontrolliert unterwegs sein. Ist man kein sicherer Läufer oder kennt das Gelände nicht aus dem Sommer, dann empfehle ich eher steilere Projekte wie Ski- oder Schneeschuhtouren, die die Geschwindigkeit nicht so in die Höhe schnellen lassen, wie Laufeinheiten im Gebirge zum Beispiel. Außerdem muss man für das Zone 1 Training überhaupt nicht schnell im Vergleich zur Masse sein. Die Masse an Leuten ist vollkommen egal. Wenn das schnelle Spazierengehen euch in die Zone 1 bringt, fein, dann passt das so und es ist trotzdem das Training, das ihr wollt. Fazit: Trainingseinheiten in Zone 1 sollten so lange wie möglich sein, aber dafür nicht sehr anstrengend. Zumindest nicht sofort. Die Anstrengung sollte mehr durch Erschöpfung und Ermüdung über die Zeit zustande kommen und nicht durch die fehlende Kraft in den Oberschenkeln beispielsweise. Der Fokus liegt stets am Herz-Kreislauf-System. Die Muskulatur und die Kraftausdauer trainieren wir dann an anderer Stelle mit anderen darauf spezialisierten Einheiten, die wir uns dann in den kommenden Wochen genauer anschauen werden. Darauf könnt ihr euch jetzt schon mal freuen. Nächste Woche geht's weiter mit dem Krafttraining. Da gibt's auch viele verschiedene Einheiten, die mich über das Jahr fit halten. Nächste Woche geht's vor allem um die am häufigsten unterschätzte Muskelgruppe, die bei Bergsteigern oft vernachlässigt wird. Bis zum nächsten Mal wünschen wir euch, wie immer, eine wunderschöne Zeit und Bergheil!